Für diese neue Kurzgeschichte aus der Agrarwirtschaft haben wir uns aufgemacht in das Bundesland Sachsen. 30 Kilometer nordwestlich von Chemnitz bewirtschaftet die Agrargenossenschaft Grünlichtenberg knapp 3500 Hektar Acker und 500 Hektar Grünland. Mitte Oktober haben wir 2 Tage die Feldarbeit auf diesem großen Ackerbaubetrieb mit unseren Kameras begleitet. Wir starten beim Case IH Quadtrac 500, der an diesem Tag die neue Kelly Kettenscheibenegge zieht. Mehr als genug Motorleistung für das Bodenbearbeitungsgerät. Normalerweise ist eine 370 PS starke John Deere Raupe vorgespannt, doch die hängt an diesem Tag vor der Sämaschine. Den australischen Landmaschinenhersteller Kelly kennen wir von den Dreharbeiten zu unseren Agrardokus über die Landwirtschaft in Australien. Für die europäische Kundschaft bietet Kelly den Diamond Harrow in 6, 9 und wie hier zu sehen in 12 Metern Arbeitsbreite. Zur Saison 2019 angeschafft, wurde die Kettenscheibenegge bei Grünlichtenberg bereits über 850 Stunden als robustes Universalgerät für verschiedene Arbeiten eingesetzt. Darunter die Stoppelbearbeitung, die Einarbeitung von Zwischenfrüchten sowie das Einebnen von Kartoffelfeldern und Wildschäden. Die 10 Kilogramm schweren Discs haben einen Durchmesser von 32 cm und sind mit einem Abstand von 16 cm montiert. Die Maschine ist aufgrund der einfachen Bauweise sehr verschleißarm und kommt auch mit viel Stroh und Ernterückständen gut zurecht. Die Kettenscheibenegge arbeitet dabei flächig bei sehr geringer Arbeitstiefe, weswegen sich der Betrieb gegen eine Kurzscheibenegge entschieden hat. Die Agrargenossenschaft Grünlichtenberg ist breit aufgestellt. Neben dem Ackerbau gehören auch noch eine Milchviehherde mit 650 Tieren und eine 1,8 Megawatt Biogasanlage zum Betrieb. Gedroschen wird mit 4 eigenen Mähdreschern, darunter 3 Class Lexion 770 Terratrack. Bei unserem Besuch im Oktober war einer der Lexions noch mit dem Sojadrusch für einen Nachbarbetrieb beschäftigt. Neu sind die 12,20 Meter breiten Draper-Schneidwerke des kanadischen Herstellers MacDon. Nach dem Kauf des ersten Drapers in 2018 und den guten Erfahrungen damit, bekamen 2019 auch die anderen beiden 770er die MacDon-Vorsätze. Die Schneidwerke können besonders tief über dem Boden geführt werden und passen sich dabei durch den flexiblen Messerbalken Unebenheiten an und nehmen weniger Fremdkörper auf. Von der Soja zur Kartoffelernte. Für die 230 Hektar Speisekartoffeln steht ein Grimme Varitron 470 in der Flotte. Die vierreihige Erntemaschine verfügt über einen 7-Tonnen-Bunker und hat 460 PS. Zwei Bearbeitungsdurchgänge sind mit dem Kelly Diamond Harrow nach dem Kartoffelroden notwendig, um den Boden einzuebnen. Neben den geringen Betriebskosten des Bodenbearbeitungsgeräts sticht die hohe Flächenleistung hervor. Rund 10 Hektar pro Stunde sind gut zu schaffen. Der 500er Quadtrac steht aktuell übrigens zum Verkauf. Wer also Interesse hat und den Ackergiganten gebrauchen kann, kann sich gerne über die Website an den Betrieb wenden. Den Varitron fährt der langjährige Mitarbeiter Jens Müller. Insgesamt beschäftigt die Agrargenossenschaft 60 Mitarbeiter. 30 davon im Pflanzenbau, 14 rund um die Tierhaltung und den Betrieb der Biogasanlage und die übrigen Angestellten in der Werkstatt sowie der Verwaltung und dem Management des Großbetriebs.
Der Ackerbaustandort, auf dem die Agrargenossenschaft Grün-Lichtenberg wirtschaftet, ist mit lehmigen Böden um die 50 Bodenpunkte zwar nicht so schlecht ausgestattet, doch fallen die 700 mm jährlicher Niederschlag nur sehr unregelmäßig mit einer ausgeprägten Vorsommertrockenheit. Dank der konsequenten Umsetzung einer Strategie für einen wassersparenden Ackerbau sind die Erträge beispielsweise bei Kartoffeln für diese Region vergleichsweise gut. 40 bis 45 Tonnen der Knollen werden vom Hektar gerodet. Selbstverständlich läuft Mitte Oktober die Winterkulturenaussaat. Grün-Lichtenberg setzt dabei auf zwei schlagkräftige Sämaschinen, die sich vom Arbeitsprinzip aber deutlich voneinander unterscheiden. Erstmals vor unseren Kameras haben wir eine Streifenbearbeitungsmaschine des britischen Landmaschinenherstellers Emsuri. Es handelt sich dabei um die erste Maschine auf dem europäischen Festland. Grundidee der Entwickler ist es, mit möglichst wenig Eingriff ins Bodengefüge die Aussaat und die Düngerapplikation durchzuführen. Unterhalb der Saatreihe erfolgt mit Hilfe der Lockerungszinken hingegen eine intensive Bearbeitung. Auf diesem Feld wuchsen zuvor Kartoffeln und es wurde zweimal mit der Kettenscheibenegge vorgearbeitet. Prozent der 1300 Hektar Weizen von Grün-Lichtenberg wurden in den vergangenen zwei Jahren mit der Emsuri gesät. Das Ertragsniveau liegt durchschnittlich bei 9 Tonnen vom Hektar. Langfristig versprechen sich die Betriebsleiter durch die schonende Aussaat positive Effekte auf die Bodenkultur. Die John Deere-Raupe gehört übrigens zu den Arbeitstieren des Betriebs. Über 2000 Betriebsstunden leistet die Maschine jährlich vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Grün-Lichtenberg ist auch für seine zahlreichen Eigenbauten bekannt. Bei der Rapsaussaat wird die Emsuri beispielsweise vom betriebseigenen Terra-Variant gezogen und die Gärreste dann als Depot 25 cm tief unter die Saatreihe gelegt. Bei 600 Hektar Raps und auch 600 Hektar Zwischenfrucht hat sich dieses Aussaatverfahren bereits bewährt. Etwas gewöhnlicher, aber nicht weniger spektakulär unterwegs ist das zweite Sägespann. Dexerion 4000 zieht die Lemken kompakt solitär. Auf dem zuvor mit einem Horsch Tiger bearbeiteten Feld wird Gerste gesät. Auf 24 Tonnen aufballastiert ist der Xerion hauptsächlich für das Siloverdichten angeschafft worden. Aber auch zum Maislegen im Frühjahr geht es für den Traktor auf den Acker. Um die 1200 Stunden macht der Schlepper so pro Jahr. Hier endet unser Einblick in die herbstlichen Arbeiten der Agrargenossenschaft Grün-Lichtenberg in Sachsen. Wenn ihr mehr über diesen Ausbildungsbetrieb erfahren möchtet, dann besucht die Internetseite. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über euer Like und Abo unseres Kanals.